Mitte September in einem Zug der französischen Bahn. Eine Frau fotografiert ein kleines Tier, das auf dem Sitz herumkrabbelt. Sie stellt das Bild mit der Frage ins Internet, ob es in Zügen Bettwanzen gibt. Damit löst sie einen regelrechten Hype aus. Mehr als 4 Millionen Mal binnen 2 Tagen wird ihr Post angeklickt. Immer mehr Internetbilder tauchen auf. Unter anderem von Wanzenbissen auf Armen und Beinen nach dem Besuch in einem Pariser Kino. Die französische Politik sieht sich unter Zugzwang und organisiert ein Krisentreffen. Denn im kommenden Jahr sind die Olympischen Spiele in Paris. Da ist schlechte Presse das Letzte, was sie gebrauchen kann.